Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus dem Mirabilandia. Und was wir heute alles so hier erleben, das seht ihr nach dem Intro. Wir haben ja Jahreskarten von Saharen und das ist die Gruppe, wo ja auch der Moviepark mit dabei ist und unter anderem ist das Mirabilandia auch dabei. Jahreskarten einfach vorne an der Kasse vorzeigen und ihr bekommt die Eintrittskarten fürs Mirabilandia einmalig gratis. Hier hast du deine Verkaufsstände. Erste Achterbahn Eisspeed gefahren und Tom. Richtig toll. Also hat uns richtig Spaß gemacht, richtig fun. Ich hatte mir ein bisschen mehr Airtime erhofft. Aber wir saßen im letzten Waggon und der Airtime war jetzt nicht so heftig. Ne? Nee. Also da hätten wir uns ein bisschen mehr erhofft, aber eine super schöne Bahn, die man wirklich zwischendurch mal fahren kann und einfach fun macht. Ich zeige euch noch mal ein paar Aufnahmen davon. Guck mal! Oh, eine Mini-Wasserbahn! Eine Mini-Wasserbahn! Das wäre was für Anna. Was? Das ist geil! Wie cool! Die sehen aus wie Autos. Nein, Speedyboote. Speedyboote, ja genau. Wahnsinn, was hier ein Land von Ducati gebaut worden ist. Aber leider. So ein Mist. Den ersten Wegweiser hier mal gefunden.
Ich glaube, wir werden zum Adventureland mal gehen, zu Cartoon. Wir gehen mal zu Cartoon. Kitty-Monster. Ein Karussell in Motorrad-Style. Wie cool! Mr. Tom. Was haben wir da? Kleine Motorräder noch. Kleine Motorräder. Ich will meine Motorräder. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Was ist das da oben? Da war mal eine Achterbahn, glaube ich. Das war mal eine Station wahrscheinlich, ne? Ja. Von irgendwas. Boah, sieht das geil aus. Ja, das wäre ja die Achterbahn gewesen, die nicht fährt. Hier haben wir nochmal. Ach, guck mal, da ist Cartoon. Da oben. So, wo sind wir denn hier? Zeig mal. Zeig mal. Da. 49. Genau. Das fährt ja leider nicht. Jetzt sind wir hier rüber. Und dann kann man die noch fahren. Nehmen wir erstmal. Wow, ist das windig. Meister Tai mit. Aber ich muss auf Klo. Ich finde keine Klos. Hier ist ein WC. Toll. Hier ein. Ihr versteht mich überhaupt. Ich meine, es tut natürlich hier gut bei der Sonne. Sehr cool gemacht hier. Hier. Ich muss auf Toilette. Ja, ich stehe es, dass sie uns sehen. War das so? Nicht nochmal. Und? Wie fandst du Cartoon? Super. Super. Ist eine tolle Bahn, ne? Ja. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist super schön lang. Drückt zum Ende hin ein bisschen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Der Tom sagt nein. Ich sag ja, wir sind letzte Reihe gefahren. Aber die Sitze sind einfach auch genial. Der Tom will zum Job. Mal gucken, was wir jetzt gleich direkt als nächstes machen. Bahn, ne Tom? Ja. Weil wir sind zuerst auf der einen Seite mit dem Coaster gefahren, hab gedacht, die beiden fahren ein Rennen, aber das war nicht der Fall. Die beiden tauschen, während sie fahren, die Schienen und auf einmal kommt man ja auf der anderen Seite raus. Das war total witzig, wobei die andere Seite total geschlagen hat. Also einmal fahren reicht. Nein, zweimal. Okay, Tom will nochmal fahren, für mich reicht einmal heute. Aber eine witzige Bahn, die auch zwei Runden fährt und die kommt dann wieder an derselben Schiene raus, wo ihr eingestiegen seid. Also richtig, richtig lustig. Ja, die Thematisierung habe ich ja schon gezeigt, die ist echt hier mega. Ja, die Thematisierung allerdings auf der Achterbahn? Null. Oder naja, 20%, ne? Ja. 20% Thematisierung.
ansonsten sehr kahl gehalten. Ich glaube, ich habe es euch abgefilmt. On-Rides dürfen wir ja hier leider nicht drehen. Deswegen bekommt ihr nur Off-Ride-Videos. Warte, hier will ich die Welle mal mitmachen. Auch wenn man hier nass wird. So ein bisschen nass ist jetzt cool, komm. Doch! Wir haben uns schon gewundert, wieso so viele hier mit Badesachen rumgehen, beziehungsweise nackten Oberkörpern. Das ist definitiv diese Bahn. Guck mal, wie alles runtertropft. Nein, guck mal hier, da. Das ist wirklich nur dieser eine Dreher da oben. Und dann nass werden. Das kannst du wirklich bis zum Schluss machen. Ja. Essen jetzt gerade hier. Weißt du noch, wie das heißt? Das gucke ich gleich nochmal. Wir haben bestellt für 40,10 Euro. Und zwar der Tom einmal ein Pulled-Pork Burger. Zeig mal so von der Seite. Mach mal ein bisschen hoch. Mach mal ein bisschen die Käppchen hoch. Sieht schon sehr, sehr gut aus, oder? Ja, da, ja. Dazu Barbecue-Soße, Tomaten, Ketchup. Dann haben wir zwei Pepsi Grande, hier Pepsi Max Grande, ein Bier und ein Wasser. Und das Schöne ist, das Wasser können wir nämlich da mitnehmen. Guten Hunger! Erstes Fazit zum Essen. Ist okay. Nur die Pommes, ne? Die sind ein bisschen... Also ich finde die ein bisschen zu trocken. Also die sind nicht knusprig, die sind so matschig. Mhm. Trocken ist das falsche Wort. Ja, bloß, ich finde gar kein Salz. Ja, kein Salz und das sind matschig. Mhm. Und wie gesagt, Ketchup und Mayo musste man für 40 Cent extra kaufen. So, wir waren gerade im Scrambler Ducati Barbecue essen. Hier seht ihr mal, was es da alles so gibt. Essen. Nur die Fritten würde ich nicht empfehlen. Wir hatten jeweils einen Burger gehabt, der Tom einen Pulled Pork Burger und ich einen anderen Burger und die waren recht lecker. Doof ist, man hat nur zwei Punkte zum Bestellen. Ich zeige euch das mal gerade. Genau da sind die zwei Punkte, wo ihr bestellen könnt. Das hat ein bisschen länger gedauert da. Und dann holt man sich das Essen halt direkt an der Küche ab. So, wir gehen jetzt aber zur Stunt-Show, zur Hot Wheels Show und gucken die uns erstmal an, bevor wir dann irgendwo drauf gehen. Verpacktisch zum Verdauen. Also, komm, wo müssen wir hin? Stunt-Show. Ja. Weißt du den Weg? Ja. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Auf zur Hot Wheels Show. Wow. Gucken wir zweimal. Oh ne, 1500 passen hier rein. Das habt ihr hier übrigens überall, diese Geräte, wo steht, wie viele Leute reinpassen. Richtig cool.
Kinderwagenparkplatz. Ja. Snack-Station. Eisbeet. Ah, hier gibt es auch noch einen Kiosk, wo ihr was kaufen könnt. Sehr schön. Und wir nehmen ein bisschen mehr mittig Platz. Nicht direkt hier. Simulatoren.
Also dieses Motion Fair, was hier ist, wo gerade auch einer fährt, kostet wohl für 5 Minuten 10 Euro. Sieht so aus, als würde doch die Achterbahn eventuell hier aufmachen, weil hier alle Leute davor stehen. Heute Morgen wurde uns an der Kasse gesagt, dass die heute zu bleibt. Wir sind gespannt, wir kommen gleich noch mal hier längs. Wir kommen gerade aus Reset. Das ist ein interaktiver Dark Ride hier. Man muss quasi die Punkte wieder treffen und man befindet sich im Untergrund von New York. Hat echt Spaß gemacht, finde ich. Wie fandst du es? Auch super lustig. Ja? Ja. Also hätte sogar noch was länger sein können, war ein bisschen kurz. Mama ist immer schlecht aber geworden. Aber schlecht geworden beim Drehen. Wow. Aber war lustig. Also hier habt ihr auch Meet & Greet. Oh, genau. Wow, eine riesige Spielhalle hier. Was ist das? Dieser Tiger. Da musst du gegen den antreten. Wahnsinnig groß hier. Hammer. Da kann man angeln. Ist ja witzig. Also hier im Park ist wirklich alles zu finden. Ach, guck mal, Air-Hockey-Tische für zu viert. Basketball. Air-Hockey. Musikdinger. Macht ihr gut? Easy! So, wir sind jetzt gerade nochmal Eisspeed gefahren, weil wir hier nochmal längs gekommen sind. Und die Bahn ist echt eingefahren. Also jetzt war der Airtime da. Weil wir saßen wieder hinten im letzten Wagen, wollten das nochmal schauen. Und jetzt hat's. Also man merkt direkt, die Bahn ist jetzt eingefahren, die ist schön warm. Die ist super. Und jetzt zieht sie auch richtig gut. Also richtig Fun pur. Da, das Dino-Land. Wir haben es gefunden. Wo gehen wir jetzt hin? Auf diese tolle Brummbrumm. Auf diese tolle Brummbrumm. Ja, die Bahn, die geschlossen hatte heute Morgen, hat gerade eben aufgemacht. Jetzt müssen wir sofort dahin, weil wir das Gefühl haben, dass sie ansonsten gleich wieder schließt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wohin. Thank you.
von Desmo Race. Eine Hammerfahrt, eine super Bahn. Der Rafting-Anlage hier im Park. Die war echt super schön, oder Tom? Ja. Weil man wird nass, aber nicht so viel nass. Also nicht wie bei den Splash. Und das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Wie war's denn? Echt toll. Also ist toll. Die Motorräder bewegen sich ja auch, ne? Nein, man muss die bewegen. Also man muss die Motorräder bewegen. Wenn man natürlich sich reinhängt, geht es natürlich dann schneller. Ja, aber hat Spaß gemacht, ja? Ja. Wir haben uns noch was zum Abendessen geholt. Einmal ein Donut mit Schokolade. Einmal ein Spedino Mix mit Schokolade. Einmal ein Fruit Shake Mr. Lama. Und einmal ein Grape Shake Unicorn. Und das alles hat gekostet 16,30 Euro. Dann bin ich mal gespannt, wie schmeckt. Der Tom hat ja schon seinen Donut probiert. Wie war der? Ist der lecker, Donut? Lecker. Der Donut ist lecker. So, dann probier mal deinen Shake, Grape Shake, ob der überhaupt schmeckt. Oh, der schmeckt gut. Echt? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Der schmeckt jetzt erst gut. Schmeckt wie das McDonald's. Okay. Also meine schmeckt gut. Ich habe ja den Mr. Lama. Shake. Gar nicht so schlecht. Also kann man trinken. Sieht lustig aus, was mit Erdbeeren.
where colors fade my disbelief, and make me forget my new rent a car you can't afford, put us on that we both know, let your hair out in the wind. So, wir haben uns entschlossen, noch Blue River zu fahren. Als Abschluss. Ja. So gesehen. Ich fahr alleine. Weil das sind wir noch nicht gefahren. Ich fahr alleine. Wir machen ein Rennen. Haha. Das war jetzt lustig. Wir sind ganz weit gefahren mit dem Boot. Geflogen. Fast geflogen bis am Ende. Also als Tipp kann ich euch echt geben, es lohnt sich hier abends vorbeizuschauen. Wenn der Park bis 23 Uhr geöffnet hat, gibt es sogar hier Abendtickets. Also solltet ihr hier in der Nähe irgendwo euer Feriendomizil haben. Feriendomizil. Oh. Und es nicht weit haben zum Park, lohnt sich auch wirklich hier mal ein Abendticket zu holen. Weil die Parks sind, also dieser Park ist dann relativ leer. Ihr könnt fast, also wir konnten jetzt da zum Beispiel komplett durchgehen. Wartezeiten allerhöchstens 5 bis 10 Minuten. Also da lohnt sich wirklich auch so ein Abendticket. Und hier im Park habt ihr übrigens auch ein McDonald's. Und der ist abends hier wahnsinnig gut besucht. Echt Hammer. Tom hat sich eine Sonnenbrille gekauft. Und ich sehe nichts. Da drin ist doch so ein Sticker. Guckt. Und wir haben uns hier vorne im Shop noch andere Sachen geholt. Zeig mal die Tüte. Oh. Ja, ich habe mir noch 2 T-Shirts geholt. Einmal von Cartoon und einmal von Icebeat. Aber nicht Spoiler. Ah. Und noch eine Tasse natürlich. Ich sammle ja auch Kaffeetassen. Und noch 2 Surprises. Oh, genau. Oh. Stimmt. Aber psst. Jetzt schauen wir uns noch die Abschlussshow hier an. Und dann geht's für uns nach Hause. Che cos'è questo suono? Non potresti capirlo! Interpar!
bitte. Mega. Ey, die Show hier, die Endshow, die Abschiedsshow, die Wassershow. Die alles, alles in einem Show. Licht, Hammer. Licht, alles war dabei. Hammer. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Aufnahmen davon zeigen, weil ich leider mit dem Handy aufnehmen musste, weil die GoPro ja so schlechte Qualität hat im Dunkeln. Aber ich hoffe, dass es was geworden ist, weil sie war einfach mega, mega, mega gut. Super Überraschungen dabei gewesen. Hätten wir nicht gedacht, dass es so toll ist. Ja, das war unser Tag in Mirabilandia. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.